Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Opa ist am Anhängen. Moin Jungs, wir haben gerade angefangen und schon wieder Scheiße haben wir. Fahr mal ein bisschen vor, der Oberlenker ist zu kurz. Ist der Oberlenker zu kurz? Nein. So. Ja, also wie ihr seht, heute ist zumindest mal grob ein Versuchen geplant. Erst zum Drehen, ja. Nee? Wir wollen nicht grubbern, wir wollen schlubbern. Wir haben in der letzten Woche haben wir fast 80 Liter Niederschlag gehabt. 80 Liter letzte Woche? Irgendwo? Sommer jammern wir noch danach. Ja, glaubst du das? Ja. So, Moment, warte mal. So, ich fahre immer ein Stück nach vorne, wa? Also 80 Liter Niederschlag letzte Woche alleine. Ey, wir haben zwar die Maulwurfsdrainage gemacht, das habt ihr ja gesehen. Problem ist nur, dass der Graben so voll ist. Die laufen sogar, die Drainagen, wenn das Wasser nicht überhalb der Ausgangslöcher oder Austrittslöcher stehen würde. Also momentan ist echt krass. Ich meine, ja, wahrscheinlich, wie mein Vater schon sagt, im Sommer schreien wir nach dem Regen. Du, hier kann man dich auch drehen, oder ist das nur Zierrad? Das kann man auch drehen. Dreh mal. Ja, wie? Nach unten, wa? So rum. Opa, muss es nicht nur hier haben, sondern auch hier, ne? Wie rum hättest du es denn gerne? Probier mal an. Die kleine Gruppe ist oben links. Linker Hebel oben links ist kleine Gruppe. Aber seht ihr ja, hier ist gewaltig nass. Da vorne wird es ein bisschen trockener. Aber uns wächst das Gras schon wieder fest, war das ist das Problem. Erst ist da, zweite da. Genau, und hier oben links ist. Ja, genau. Und ihr seht ja, hier ist wirklich wie ein Asikopan, sagt man auf Platt. Alter Schwede. Der kommt noch mal zu Tode hier. Ah, da wird's zu nass, Opa. Da ist er voll im Wasserloch. Voll durchs Wasserloch. Oh Elend. Seht ihr das hier? Ich zeige euch das mal. Hier ist voll das Wasserloch. Wir müssen weiter da hinten arbeiten, aber es geht ja schon mal. Aber hier, ihr seht das. Wasser steht da blank drauf. Da, dass er da überhaupt durchgegangen ist, wundert mich. Weil, ja, seht ihr, hier ist eigentlich, hier ist das deutlich zu nass. Deutlich zu nass, oh Gott. Wundert mich, dass das überhaupt so geklappt hat. Ich dachte, nun sitzt er fest. Ja, ich kann sagen, wir müssen gleich sehen, dass wir hier hinten nur arbeiten. Hier vorne ist das nichts. Da versaust du dir den Boden mit, wa? Oh, nochmal durchs Wasserloch. Oh, Elend. Seht ihr, wie die Vorderreifen schon weggehen?
Nützt nichts, Jungs. Ich brauche einen 956. Allrad. Voll durchs Wasserloch, Opa. Das ist ja voll das Wasserloch. Ich hatte eben so auf dem anderen Ende dir einen Rückwärtsgang geklaut. Ja. Das, was wir wollten. Wir haben ein bisschen für den Film, wir haben einen Trecker eingesaut, alle zufrieden. Und Opa geht nach Hause. Ja, wa? Heimann, ey. Ich würde da hinten nochmal probieren. Den würde du mal. Ja, ich probiere da hinten, weil hier vorne hast du dir auch die nasseste Stelle auf dem ganzen Acker ausgesucht. Ja, da wollen die Jungs doch sehen, wie bekloppt wir sind. Ja. Das ist hier. Das ist eben der Nachteil, wenn wir haben das ja hier mit der Scheibenmäge bearbeiten lassen und mit der Kreissäge und so und mit dem ganzen Regen. Das ist natürlich dann so ein Boden wie ein Schwamm, der saugt sich voll. Ne? Und hier, gut, wir pflügen es nachher irgendwann nochmal um, vielleicht nächstes Jahr oder wann, wenn wir drauf kommen. Ne? Also Jungs, mit Kartoffeln, wir sind schon angefangen, die Pflanzkartoffeln selber zu essen, bevor das zu schlecht wird. Ich glaube nicht, dass wir die noch im Boden bekommen. Also hier, das sieht ein bisschen schlecht aus. Ja, das ist echt scheiße dieses Jahr. Irgendwann wird es mal trocken. Ne? Man muss eben Geduld haben. Ich habe mit den Maislandwirten gesprochen oder Maisbauern, die hier Mais pflanzen. Die meisten haben das tatsächlich noch in den Säcken liegen. Ne? Kommen da gar nicht zu. Nee. Hier kommst du nicht aufs Land. Nee. Na? Wir haben jetzt 13. Mai, wa? Ja. Ja. Ne? Das ist unsere Vatertastur zusammen. Richtig. Ja. Ja. Die haben mit. Ja, ist was. Ja, ich will mal gucken. Ich will da hinten noch mal ein bisschen gucken, ob ich das ein bisschen aufgelochert kriege. Weil ich plane sowieso Kartoffeln. Wir haben ja 75 Kilo. 75 Kilo Salzkartoffeln, das ist wirklich nicht die Welt. Ich kann ja zwei Sachen mitnehmen. Da hast du nur noch 25 Kilo. Ja, da brauchst du nicht so viel Pflanzen. Die kann ich im Blumenkübel setzen. Ja. Nee, und dann irgendwie eine hohe Stelle aussuchen, wo die reinkommen. Und der Rest soll eh Blumenwiese werden. Guck, und da hat man den Zeitdruck ja auch nicht, ne? Das spielt ja nicht so die Rolle. Pass mal auf, wenn ich meine Saat drin habe, Blumensaat, dann kommt eh kein Regen mehr. Waren mehr oder weniger beendet. Wir haben jetzt hier so ein kleines Karree uns fertig gemacht. Tatsächlich da, wo es trockener war, da konnte ich den Grubber ganz ablassen, hat er ohne weiteres durchgezogen. Muss man auch sagen, der Boden ist ja schon mit der Scheibenecke durchgegangen worden. Also ich muss sagen, hier, Opa schämt sich zu Tode. Hoffentlich schneidet er das alles raus, was ich hier ausgefressen habe. Das ist nicht nach den Vorstellungen eines Landwirts, was wir hier ausgefressen haben. Billig. Ja. Soll ich draufschneiden? Ja. Alles, schneid das raus. Nee.
Das ist ja nun mal, wir wollen es jetzt ausprobieren. Das Ganze soll ein bisschen abtrocknen, das ist der Sinn und Zweck daran, ne? Letztendlich war es so, er hat einen neuen Hochdruckreiniger bekommen, den will er ausprobieren. So, tschüss Jungs. Ja, du haust ab, ne? Ich auch. Also, wir haben das Ganze jetzt mal so ein bisschen durchgegrubbert und man konnte merken, da wo es trockener wurde, hier vorne auf dem Hügel da oben, da hat er, da konnte ich ihn ablassen, da hat er richtig gezogen. Und da wo es nass wurde, musste man natürlich rausheben, ist ja klar, ne? Ein paar Tage später, ihr habt gesehen, ich war jetzt gerade nochmal am Grubbern und habe hier nochmal, ja, das heißt fertig gegrubbert, ist auch Quatsch, die Fläche gemacht bis da vorne. Ich hoffe, das kann man sehen, da wird es nämlich nass, 20 Meter oder so und danach wurde es wieder besser. Da habe ich dann zu Ende gegrubbert, ja, und sonst, wie ihr seht, ist auch schon ordentlich wieder abgetrocknet. Also das wird wieder gries, also so grau, ne, hell und ja, aber wie gesagt, es soll morgen schon wieder anfangen zu regnen. Aber ich wollte jetzt nicht, dass alles wieder anwächst an Gras. Und deswegen habe ich gedacht, einmal übergrubbern, dass zumindest der Boden aufgelochert bleibt und das Gras jetzt keine Chance hat, sich jetzt zu festigen. Ich meine, klar, da wo es so nass ist, da kann ich es nicht verhindern. Nee, aber gerade hier vorne, wo auch später die Kartoffeln rein sollen, da wollte ich das ganz gerne einmal nochmal durchgrubbern. Ihr habt gesehen, da im ersten Teil mit meinem Vater, es war einfach zu nass. Und jetzt gerade eben habe ich gegrubbert. Das war eine ganz andere Nummer, wenn es einfach ein bisschen trockener ist. Gut, in diesem Sinne war es das auch für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Alles Gute. Tschüss.